Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin's, euer Mann15p und ja, heute habe ich ein weiteres Paket für euch. Oder für mich besser gesagt. Frisch von UPS gerade eben gekommen. Und dies wird meine Apple Watch sein. Ja, meine Apple Watch Sport. Und hier oben ist so eine kleine Lasche. Und die ziehen wir einfach mal auf. So. Na, wie geht's auf? Ah, so. Sehr groß, finde ich persönlich. Aha. Geht ein bisschen schwerer. So. Hier ist wahrscheinlich. Hier ist Page List und so. Und da steht es auch schon. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Mal sehen. Vielleicht ein bisschen. Ich weiß es nicht. Apple Watch steht da drauf. Mal das Teil hier weg. Das passt kaum ins Bild. So. Hier ein wunderschönes Cuttermesser. Nehmen wir mal um. Das gute Stück. Machen es vorsichtig auf. Das war mein iPhone. Das hat mir irgendwas gesagt. Ja, jetzt. So. Hier mal noch so. Na komm. So. Da. Da haben wir's. Die Apple Watch Sport. Mal gucken, ob ich's. Da, die Apple Watch Sport. Ich weiß nicht, ob wir das kriegen müssen. Ja. Apple Watch. So, kann ich da wieder ein bisschen heller machen. So. Und wir öffnen sie. So. Eben dieses Teil hier erstmal raus. Da wird die Apple Watch drin sein. Schön gemacht übrigens. Und hier an der Seite ist so ein, wie so ein Booklet, nenne ich es jetzt mal. Nur mal rausziehen. Und da steht Apple Watch drauf. Das ist so ein bisschen die Erklärung. Ja, schön. Nochmal eine Erklärung. Interessant, ja. Auch farbig hinten. Papierkram und was ich sehr schön finde, ein Armband. Das würde ich mir gerne mal angucken. Wie es von der Machart ist. Ja, doch. Ja, sehr angenehm, doch. Hätte ich nicht gedacht, dass das so sich anfühlt. Hier wieder rein. Machen. Mal so rein. Ja, ein bisschen drücken. Na gut, kann ich auch noch später machen. So, dann haben wir natürlich hier hinten weiter in der Verpackung ganz normalen Apple Ladeadapter mit ein bisschen Papierkram drumherum. Also Folie. So. Aber wenn wir gerade dabei sind, ich sollte vielleicht dieses Zeug wieder einpacken. Damit es nicht wegkommt. Na? Schaffen wir das? So. Ganz normal. Wie es jeder kennt, denke ich mal. Wieder reinlegen. So. Und hier ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, Aufladeteil.
für die Apple Watch. Ne? Wie kriegt man das hier raus? Ah, da oben. Und hier ist auch noch was drauf. Ne? Relativ. Jetzt ist es abgegangen. Schade. Relativ viel Zeug, was drumrum ist und so weiter. Ekelhaftes Folienzeug. So. Ja, also da kommt dann die Apple Watch ganz normal drauf gepinnt. Also so mit Magnet. Und ja, das ist schon ordentlich lang, finde ich. Und hier ganz normal USB, nicht USB-C. Wo die Apple Watch rausgekommen ist, war das ja auch noch nicht so. So, das können wir aber alles jetzt erstmal wegtun hier. Denn eigentlich geht's ja um dieses gute Teil hier. Hm? So, hier haben wir auch an der Seite wieder so einen kleinen Flup. Und die Folie weg. Und haben hier in der Mitte ein Apple-Logo. Dann machen wir das doch einfach mal auf. Das ist die 42mm Version. Ah, hier drin, ist auch wunderschön. Apple Watch. Richtig schön so Leder-Samt-mäßig gemacht. Schön. Ist auch richtig festes Metall. Nicht Metall, Plastik. Aber, ja, doch, stabil. Und die Apple Watch. Hm? Ist noch sehr kalt. Wie macht man das jetzt hier ab? Ja, so. Okay. Oh, sehr schön. Oh. Fühlt sich sehr schön an. War noch irgendwo Kabel? Irgendwas? Nein. Sehr schön. Ist doch ein bisschen sehr klein eigentlich, ne? Diese Digital Chrome. Oh, sorry. Schön. Ja, leg sie ganz kurz zurück. Mach hier wieder zu. Dann würde ich sagen, ich räume hier ein bisschen auf. Dann sehen wir uns gleich zur Ersteinrichtung wieder. Tschüssikowski und haut rein!